Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Ogertod trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten. Und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Sei gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für allemal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Balendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des grauen Gebirges. Ich habe es immer gewusst. Glaube ich nicht. Verrat! Tod den Spitzohren! Möglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug! Ihr Kurzsichtigen! Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben, ja und sogar mit den Dritten, wenn wir das Tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab.
Tungdil, komm näher. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gandogar als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Balendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Gandogar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Ist das wirklich das Beste für unser Volk?
Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tungdil. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Nord-On besiegen kann. Sie vermutet, dass der Margus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem Großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat, wurde von eben diesen Zwergen seinerseits in Stein gehauen. Eine meisterhafte Arbeit, wie nur die Steinmetze der Zweiten sie heute noch vollbringen können. Der Berater des Großkönigs hat die Statur eines Kriegers. Seine Augen sind wie die eines Raubvogels und man kann eine brennende Intelligenz hinter ihnen erkennen. Selbst für einen Zwerg ist Großkönig Gundrabur sehr alt. Sein langer weißer Bart deutet auf 500 und mehr Zyklen hin. Er wirkt schwach, doch wenn man mit ihm spricht, spürt man eine Aura von Erhabenheit. Du überfliegst die kunstvollen Runen und suchst nach der Passage, von der dir Gundrabur und Balendilin erzählt haben. Wenn es mehrere Bewerber aus einem Stamm gibt und in der Abstimmung niemand alle Stimmen auf sich vereinen konnte, kann der Großkönig entscheiden, ob er den Bewerber mit den meisten Stimmen zum Sieger erklärt oder ob er die Bewerber in einem Wettstreit gegeneinander antreten lässt, um den Sieger zu bestimmen. Das Kohlefeuer wird entzündet, wenn sich die Stämme zu Beratungen treffen. Viel zu lange brannte es nicht, bis es vor wenigen Tagen endlich wieder entzündet wurde. Der Großkönig und sein Berater wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Großkönig Gundrabur wirkt... Nun ja... Alt ist er. Uralt. Selbst für einen Zwerg. Solange ich denken kann, war er schon alt. Balendilin kümmert sich seit dutzenden Zyklen um die meisten Belange. Aber Gundrabur hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle. Ich sage es dir. Balendilin sollte Großkönig werden. Ich war dabei, als eine Schweineschnauze ihm seinen Arm genommen hat. Hat danach noch ein halbes Dutzend von ihnen erlegt. Was für ein Kampfgeist. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt werden muss. Und da die Ersten nicht erschienen sind... Zum ersten Mal hast du Gelegenheit, dir der Schönheit des Ortes bewusst zu werden. Du vergisst auf der Stelle, was du sagen wolltest. Ich habe noch nie so eine meisterhafte Steinmetzarbeit gesehen. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass man Stein überhaupt so bearbeiten kann. Haha, die Zweiten sind eben die besten Steinmetze unter den Stämmen. So hat Vrakas uns gemacht. Naja, einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boindal wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht.
Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Nur erahnen. Als die Zweiten das Blaue Gebirge zu ihrer Heimat ernannt haben, gab es hier nur hartes Gestein und einige kleine Höhlen. Fantastisch. Andokai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Maga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Maga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört, aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Horden Tions gegen unsere Festungen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Ludin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des Toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl. Runenverzierte Widerhaken aus Stein. Ein Griff aus Sigodatienholz, in Tarsien, aus allen edlen Metallen. Die Schneide mit Diamanten besetzt, geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Sigodatienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Sigodatien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie einen Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandogar und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Maga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie: Ich wünsche dir viel Glück, Tungdil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Maga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, ehrenwerte Maga, für alles, was ihr getan habt.
verschiedenste Käsesorten, eingelegte Höhlenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Allein der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Goren hatte eine Antwort auf die Bedrohung gefunden. Die Feuerklinge. Egal wie schwer es ist, sie zu schmieden, wir müssen es tun. Wir wissen von nichts anderem, was einen Dämon verletzen könnte. Segodatienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lord Ionan es untersuchen oder damit experimentieren. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungdil, Bolofar? Was wollt ihr hier? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst, dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Kinder des Schmiedes lassen sich nicht den Mund verbieten. Du bist ein Zwerg, zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und die Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Und wenn ich meine Kandidatur nicht zurückziehe? Du willst dich gegen deinen eigenen König stellen? Ein dahergelaufener Zwerg, der einen verdienstvollen Anführer wie Gandogar durch seine Kandidatur beleidigt? Das wird niemandem im braunen Gebirge gefallen. Mach dich darauf gefasst, bei den Vierten das Leben eines Außenseiters zu führen. Beweise? So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das Tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das Tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind, nicht klug. Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier! Ein vermenschlichter Bastard, gib mir keine Befehle! Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg. Ein wenig von dem Gold hat einen münzgroßen Fleck auf deinem Handrücken hinterlassen. Es schmerzt, aber dir gefällt der Gedanke, dass ein wenig von dem geliebten Metall nun ein Teil von dir ist.
Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Außerdem gibt es einige Zierteile aus Stein, um an die Herkunft aus dem Reich der besten Steinmetze zu erinnern. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lord Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tumdil Bolovar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Ja, eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, Goimgar Schimmerbärtchen. Wir haben das Tote Land mit eigenen Augen gesehen und sein Meister Not-On konnte nicht getötet werden. Viele sind für die Bücher gestorben, in denen steht, wie die Feuerklinge hergestellt werden kann. Und der Magus hat alles unternommen, um die beiden Stiele aus Sigurdazienholz in die Finger zu bekommen. Das sind die Fakten, ob sie dir gefallen oder nicht. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen, also frage ich euch, ist es die Art der Zwerge, beiseite zu treten und nichts zu tun, oder ist es unsere Art zu handeln? Zu handeln. Wir verstecken uns nicht. Wenn die Menschen das Tote Land nicht aufhalten, dann eben wir. Wir sollten uns da nicht reinziehen lassen. Zeigen wir dem Magus die Stärke der Zwerge. Ja, der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Bislipur. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Es stimmt, dass ich euch nichts bezüglich meiner Abstammung vorzuweisen habe, das alle Zweifel beseitigen könnte. Doch ist das wirklich wichtig? Sollten nicht meine Taten mehr zählen als meine Abstammung? Lasst mich beweisen, was ich vollbringen kann. Hauptsache, er kann was. Naja, so gesehen. Abstammung ist wichtig. Naja, und wenn du nichts kannst? Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tumdil Bolovar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Und wer von euch will Gandogar Silberbart, aus dem Clan der Silberbärte, den König der Vierten, als meinen Nachfolger sehen? Gandogar hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet.
Ein Hoch auf Gandugar! Es lebe unser neuer Großkönig! Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen! Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt! Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Seid ihr bereit? Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Bislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Aber, mein König, verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Guimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Ah, guten Tag, die Herren. Bafragor, den alten Säufer? Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tungdil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Vrakas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun,